Ja, also ich finde die Ciri-Änderung ganz kurz, die Änderung, die sie mit Ciri gemacht haben, die normale Ciri, drei Schaden auf drei zufällige Einheiten und denselben Effekt wie davor. Sie haben einfach nur die Provision halt um zwei hochgetrieben. Ciri ist immer noch eine sehr schlechte Karte, weil der drei Schaden, wenn der abgefangen wird oder so, zahlst du für 10 Provisionen für eine 4-Punkt-Karte, die auch noch aufgehalten werden kann, gerade in der aktuellen Meta. Es gibt momentan so viele Karten, die 4 Schaden machen können, dass Ciri sich nicht wirklich lohnt, meiner Meinung nach. Die Karte ist immer noch zu schlecht. Dann haben wir Ciri Nova. Ist auch keine gute Karte. Man könnte sich mal versuchen, ein Deck mit ihr zu bauen. Vielleicht würde da irgendwas funktionieren für ein paar Deckideen, aber du darfst keine 10er Provisionskarte oder höher spielen. Und genau das sind gerade eigentlich die besten Karten in dem gesamten Deck so drinnen. Ne? Das heißt, der Ciri Nova. Und damit sie nur einen Schild, einen Rail und einen Resilience-Effekt kriegt, ich meine, einläutern und all diese Buffs sind weg und danach ist dein Deck einfach schlechter als zuvor. Ein Vincent und Ciri Nova ist weg und dein Deck ist wesentlich schlechter als das vom Gegner. Das ist das Ding. Also Ciri Nova, ja. Man kann sie auch nicht tutoren, man kann sie tutoren, doch es gibt immer noch 8er Provisionstutorenkarten, sowas wie Azurs Doppelspiel oder Marschbefehle. Das heißt, mit Azurs Doppelspiel, wenn es die einzige 8er Provi oder 8er Stärkekarte im Deck ist, wirst du auf jeden Fall Ciri Nova tutoren können. Das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, dadurch, dass dein Deck keine 10er Provisionskarten hast, ist Ciri Nova eigentlich viel zu schlecht. Viel zu schlecht. Ciri Dash. Der Timer wurde um 1 runtergesetzt, die Provision um 1 hochgesetzt, die Karte wurde davor nicht gespielt, die Karte wird auch jetzt nicht gespielt. Einfach gerade diese Ciri-Karten haben zu wenig Punkte für die Provision, als dass sie wirklich überleben würden. Wenn sie durchkommt, ist sie natürlich extrem stark, aber 4 Runden musst du überleben. Der Gegner hat 4 Runden Zeit, da irgendwie am Verteidigern oder sonstigen vorbeizukommen. Ist keine gute Karte. Also die Ciris haben sie zwar geändert, aber ich finde sie jetzt nicht wirklich spielbar. Ja, dann noch die größten Änderungen. Ja, wie gesagt. Carrantia kann nur noch Monsterkarten erschaffen, hat dafür den Punkt aber mehr bekommen. Das heißt, diese Erscheinungsmonster sind nicht mehr so möglich. Man kann trotzdem immer noch Erscheinungen spielen in der ersten Runde. Könnte danach halt, ja, für ein Kiki-Mordek oder so die lange Runde auf jeden Fall forcen. Das heißt, Erscheinungen können in Monster immer noch möglich sein. Nur dieses Früchte von Yggdrasil-Deck, was sich halt komplett auf Doppel-Erscheinungsrunden spezialisiert hat, ist nicht mehr möglich. Das ist der einzige Vorteil an Carrantia. Und ja, Carrantia kann teilweise immer noch relativ gut gespielt werden. Ne? Ich würde sogar ganz gerne eigentlich mal ein Doppel-Auberon-Deck dann vielleicht wieder mit dem nächsten Patch probieren. Was wurde noch geändert? Geelz spielt eine White Hunt Special Card aus, habe ich ja schon gesagt. Eine neue Tutor-Karte. Warum man Rage platziert werden muss, weiß ich auch nicht wirklich. Warum sie die Reihenlimitierung haben. Aber du kannst Imlrith's Zorn rausholen, du kannst Artgave rausholen, du kannst Frost rausholen mit den roten Reitern, du kannst deine Nagelfar rausholen. All das sind White Hunt Special Cards. Da gibt es tatsächlich einige. Und ich finde das relativ toll, dass endlich mal White Hunt auch so eine Tutor-Karte bekommt für ihre Zauberkarten. Wurde auch Zeit, weil die andere Monster-Tutor-Karte war für organische Karten. Die war relativ nutzlos. Ja. Imlrith hat den Effekt von Geelz bekommen. Ich bin immer noch kein großer Freund von dem Effekt, aber wer weiß, vielleicht ist er ja ein bisschen spielbar, wobei dann könnte man halt auch einfach, weiß ich nicht, ja, was anderes reinkloppen. Ich finde die immer noch nicht toll. Old Spear Tip, 9 Punkte, 9 Provision mit einem Rail, ist für Starter-Decks und das ist auch eine Starterkarte, ist die gar nicht mehr so verkehrt. Das heißt, die haben für Anfänger ein bisschen was an Monstern gebufft. Harald fügt in seiner letzten Form, der Effekt ist immer noch genau derselbe, den Harald hat. Allerdings fügt Harald keinen nicht mehr Rüstungspenetrierschaden zu. Das heißt, Harald kann jetzt auch Rüstung treffen. Und das würde schon allein Skellige um einiges abschwächen gegen Karten wie Volmir oder sonstiges, ne? Weil die nördlichen können eher ihre Buffs behalten. Also Harald war davor relativ nervig. Nilfgaard-Karten mit Rüstung, Harald ist durchgekommen. Harald kann jetzt auch nicht mehr wiederbelebt werden. Und jeder, der schon mal eine Anführerfähigkeit gespielt hat, die Harald nicht wiederbeleben konnte, merkt, wenn Harald mit seinen 6 Punkten und 6 Punkte ist nicht viel, relativ schnell vom Feld weggenommen werden kann, dann ist Harald immer noch beim Ausspielen eine verdammt starke Karte. Ne? Harald kann immer noch so an die 15 Punkte machen, aber das könnte so jede der Evolutionskarten. Bei Harald ist es natürlich nur sehr leicht. Also es könnte sogar sein, dass Skellige vielleicht, wenn sie noch ihre Krieger spielen, nicht mehr die ganz lange Runde haben wollen mit ihren ganzen Engines und so, sondern dass die eher vielleicht auf eine Mid-Range-Runde gehen und dann oder auf eine kurze Runde gehen und dann vielleicht mit den ganzen Tempokarten relativ schnell das Spielfeld beenden. Das heißt, auch die Zweihänder könnten verschwinden. Ne? So auch Discard-Skellige, ne? Wurde ja auch, habe ich auch gespielt, ist auch ein ganz gutes Deck gewesen. Nur, ja.
Das Wiederbeleben mit Harald ist nicht mehr möglich. Das ist eine Änderung, die sie gemacht haben. Warbjörn kann uns jetzt eine Raid-Karte aus dem Deck rausziehen. Das heißt, Warbjörn könnte uns jetzt die Raubzugskarten ausspielen, wie Blutadler, wie die Flotte, wie der lebende Hieb. Das alles sind Raubzugskarten. Davor hatte Skellige nur den Tutor mit den Alchemiekarten, der nicht wirklich toll war. Jetzt haben wir noch eine Karte mit den Raubzügen, was okayisch ist. Ne? Man könnte ihn auch durchaus sehen. Aber mit was beißt er sich? Vielleicht mit einem Skjalle oder so. Das ist das Ding. Hier, Zeckenwind wurde genervt. Das Zeckenwind jetzt nur noch eine Karte mit neuen Provisionen oder weniger wiederbelebt. Das heißt, es ist kein Doppelhemdal, es ist kein Doppelschiff, es ist nichts mehr möglich. Was man machen könnte, ist aber einen Zweihänder wiederzubeleben und den Zweihänder dann mit einem Morg auf der Hand zu kombinieren. Das ist mit Skellige Second Wind noch möglich. Ob das aber die beste Möglichkeit ist, weil das Deck bietet weniger Provisionen, nur für diesen einen Finisher, der gegen manche Decks vielleicht gar nicht mal so viel bringt, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg sein wird. Ne? Das Problem ist halt, Harald kann nicht mehr wiederbelebt werden. Das heißt, der Gegner wird Harald, wenn er ausgespielt wird, wahrscheinlich ganz am Anfang zerstören. Er penetriert keine Rüstung mehr. Das heißt, da wird einiges an Punkten verloren gehen können, was schon mal sehr toll ist. Und wie gesagt, wenn der Gegner halt geforst wird, in der ersten Runde sein Schiff oder so auszuspielen, es kann nicht mehr wiederbelebt werden. Dieses Wiederbeleben ist so angenehm, dass das weg ist. Man muss keine Angst mehr haben, dass jede Karte wiederbelebt werden kann. Das heißt, man muss sein Oswill auch vielleicht nicht für eine Morgue auf dem Friedhof verschwenden. Wenn der Gegner die Karten in der ersten Runde ausspielt, sind sie weg. Und das ist schon ein etwas größerer Nerf für Skellige, der mir relativ gut gefällt. Also sobald Zeknowind vielleicht wegfällt, klar, wir haben immer noch Fury, Vatermörder, Raserei. Wir haben immer noch sowas wie Sacrificial Vanguard. Krieger werden immer noch spielbar sein, aber ich denke nicht, dass Krieger das Level haben, wie sie es vor dem Patch hatten. Und das ist was Schönes. Viele haben sich gewünscht, dass Krieger immer noch spielbar sind. Es gibt ja noch fünf Hidden-Nerfs oder Buffs, eher gesagt, oder Nerfs oder Buffs, man weiß es nicht. Viele haben sich gewünscht, dass skellige Krieger wieder noch spielbar bleiben, dass sie sie nicht zu sehr übernerven. Und ich denke, mit den Änderungen sind sie ganz gut immer noch aufgestellt, aber sie sind nicht mehr so erdrückend wie jetzt. Das ist das Schöne. Drückvieh. Rupture wurde geändert, dass es nur noch auf die Basisstärke der Karte geht. Das heißt, wenn man einen Oswill oder so ruptured, macht Bersten einen Punkt Schaden, was nichts ist, was Drück wie auch tatsächlich ziemlich schlecht macht. Du müsstest eine 6-Punkt-Karte zum Bersten bringen, die 6 Stärke hat, ne? Das ist so das Ding. Er kann immer noch blockiert werden, er kann immer noch gereinigt werden. Vieles hat auf Boost ausgesetzt. Ich finde die Änderung für Drück wie tatsächlich ziemlich toll. Er ist sowieso schon aus vielen Decks rausgeflogen. Ich denke mal, er wird jetzt auch noch ein bisschen häufiger rausfliegen, wobei er ist immer noch keine verkehrte Karte. Ne? Man kann ihn tatsächlich immer noch spielen. Und wenn die Leute jetzt tatsächlich nicht mehr mit ihm rechnen, man ihn aber in der letzten Runde ausspielt, um eine 4-Punkt-Karte zu zerstören, dann ja. Aber er ist nicht mehr so diese unterdrückende Karte, die man in der ersten Runde ausspielt, in der letzten Runde nochmal wiederbeleben kann. Drückvieh wurde tatsächlich ziemlich genervt. Und das ist tatsächlich schön, weil Drückvieh war teilweise eine echt belastende Karte. Wie gesagt, bei Skellige, sie entfernen halt einfach so diese belastenden Situationen, die du eigentlich nicht haben solltest, ne? Ja, also klar, in der letzten Runde ist er 7 Punkte, ne? Aber du müsstest immer noch eine 4-Punkt-Karte angreifen, was möglich ist. Wenn du natürlich ein optimales Ziel kriegst, ist es natürlich ziemlich schön, aber man kann ihn ja auch noch wegreinigen. Das heißt, du könntest auch natürlich in der letzten Runde nur 11 Provisionen spielen für eine 7-Punkt-Karte, wenn der Gegner noch eine Reinigungsmöglichkeit oder sonstiges hat, ne? Da muss man tatsächlich mal gucken. Wenn ein Deck tatsächlich auf höhere Basisstärke ausgelegt ist mit Einheiten, die keinen Whale-Effekt haben, dann ist Drück wie immer noch eine gefährliche Karte und dann kannst du immer noch ein Purify spielen. Wenn du allerdings auf Boosten ausgelegt bist, dann ist Drück wie gar nicht mehr so schlimm. Das finde ich eine ganz nette Änderung. Priester wurden geändert, kosten jetzt wieder 5 Provisionen, das heißt, die kosten eine Provision weniger. Effekt ist immer noch derselbe, das heißt, Selbstschädigungsskellige wurden ein bisschen gebufft, ne? Krieger wurden vielleicht ein bisschen genervt, andere Archetypes werden vielleicht ein bisschen gebufft. Ist nichts Verkehrtes, Priester kann man immer noch in der ersten Runde weghauen, man könnte ihn immer noch zurücksetzen. Es gibt immer noch Priestersachen. Adalia kann nur noch nördliche Königreichskarten beschwören, keine neutralen Karten mehr. Das heißt also, so die Karawane für Hut wird aus den nördlichen Königreichen rausfliegen. Vielen Dank, PC, für den Twitch Prime Sub. Das heißt also, Queen Adalia ist genauso eine Nerf wie Caventyr, dass die Karawanenverhüte nicht mehr für die nördlichen sind. Was ich okay finde. Ja? Königin Adalia ist immer noch eine Karte, die kann ganz gut gespielt werden. Sie kostet jetzt eine Provision weniger und sie kann immer noch eine Engine erschaffen, was relativ nervig ist. Hingabedecks haben sie gespielt. Hingabedecks wurden tatsächlich jetzt mit diesem nördlichen Patch ein bisschen verbessert, in vielerlei Hinsicht. Und ich denke auch, dass Hingabe nördliche so die beste sind. Ne? Hau rein, G-Karen. Dann haben wir noch die Änderung zu Wiesgeert. Wiesgeert hat keine Formation mehr. Das heißt, Wiesgeert kann nicht sofort 10-mal schießen. Wiesgeert braucht erst eine Runde Zeit.
Und Wiesgeld kann immer noch entfernt werden. Das heißt also, wenn man irgendeine Karte hat, die ihn zerstört, dann ist es relativ doof für den Gegner. Ne? Weil Wiesgeert war davor immer so eine Karte, die hat sehr viel Tempo gebracht, wenn du das Feld hattest. Nördliche konnten extrem leicht boosten. Ist jetzt alles nicht mehr so schnell möglich. Er kann weggehauen werden, er kann verhindert werden, er könnte blockiert werden. Nördliche haben keinen eigenen Purifier. Das heißt, in so einer Hingabe-Deckliste ist Wiesgeert auch ganz einfach durch einen Block ausschaltbar. Das ist das Ding. Ne? Es wird nur allerdings auch nicht so viel blockieren gespielt. Das muss man auch zugute halten. Ansonsten, ja, er ist ein Soldat geworden, genau wie Rayna ist ein Soldat geworden. Das heißt, die werden durch den König hochgebufft. Man könnte tatsächlich Wiesgeld in der letzten Runde ausspielen mit König, mit Rayna auf dem Feld, mit ganz vielen Einheiten. Könnte ihn dann nochmal hochbuffen, dass er vielleicht zu 8 Punkte hat. Das heißt, der Gegner kann ihn nicht so leicht entfernen. Aber ja. Wiesgeert wurde genervt, was ziemlich toll ist. Und wenn man ihn jetzt nicht beschützt, kann er noch leicht entfernt werden. Wiesgeert plus Allgott. Ich finde, du kannst Wiesgeert plus Allgott nicht in Hingabe-Decklisten spielen. Das ist das Problem, ne? Ja, die Umsetzung ist natürlich ein harter Nerf, aber das ist das, was die nördlichen Königreiche sowieso haben. Wenn die Karte lebt, dann ist es gut. Wenn die Karte nicht lebt, dann ist die Karte halt einfach nicht gut. Klar. Es ist aber eine Achter-Provisionskarte, die der Gegner killen muss, ansonsten hat sie immer noch ein sehr hohes Punktepotenzial. Und wie gesagt, du kannst ihn schützen. Du kannst ihn auf 8 Punkte bringen und die Frage ist, ob der Gegner ihn dann nicht noch verbessern kann. Er wurde in jedem nördlichen Deck gespielt. Jetzt ist er vielleicht nur noch in so einem Hingabe- oder Aufruhr-Deck ganz gut. Ich finde tatsächlich, Wiesgeld ist kein Overkill. Man könnte ihn immer noch spielen, ne? Vielleicht die Eifer, ja, man könnte jetzt zum Beispiel auch die Eifer-Anführerfähigkeit benutzen mit dem Wiesgeert, ne? Aber das ist dann halt vielleicht auch nicht so toll, weil die Eifer-Anführerfähigkeit, die brauchtest du sowieso in dem Streifendeck für deine blauen Streifen zweimalig, ne? Also er ist keine verkehrte Karte. Ich finde die Änderung für ihn eigentlich relativ toll. Wie hätte man ihn sonst ändern sollen, ne? Charges reduzieren, dass er vielleicht nur für jede Karte in der Reihe, die gebufft ist, einen Punkt bekommt. Weil man in die andere Reihe swarmt, das wäre potenziell vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, aber vielleicht haben sie sich auch getestet. Also es war sowieso ein Out und Clut. Ich bin mit der Änderung zufrieden. Er kann immer noch gespielt werden. Man kann ihn immer noch hochbuffen beim Ausspielen. Mit Aufruhr kann man ihn sogar auf 6 Punkte bringen. Ne? Wenn Parasit oder so raus sind und die anderen Fraktionen nichts mehr zum Angreifen haben, dann sind 6 Punkte auch gar nicht so leicht zu entfernen. 6 Punkte ist immer noch. Squirtle hat keine Karte, die in einer Runde 6 Punkte macht. Das heißt also, wenn sie nicht irgendwie sowas wie Elfen spielen, einen Yavin haben, eine Eiche haben, dann können sie diese 6 Punkte Schaden schwer machen oder die Anführerfähigkeit dazu haben. Und wenn sie die Sachen noch haben, dann können sie die nicht für andere Karten benutzen. Ja, das ist das Ding. Also selbst wenn du Wiesgeld ausspielst, der wird dir weggehauen, weil der Gegner einen Yavin oder eine Eiche drauf benutzen musste, dann ist die Eiche für eine 8er Provisionskarte raufgegangen. Ne? Das ist so das Ding. Hey, Frechdachskittel! Für seine Provision, also wir hatten ihn teilweise, dass er 10-mal schießen konnte, 11-mal schießen konnte. Das heißt, Wiesgeert war 16 Punkte für 8 Provisionen. Das ist zu stark. Diese 16 Punkte haben teilweise 11 Provisionskarten gemacht. Ich bin mit der Änderung zufrieden. Plus, es war halt noch Removal. Er konnte dir deine Engines weghauen. Ich bin mit der Änderung tatsächlich sehr zufrieden bei Wiesgeert. Das ist aber auch noch die Sache. Okay, was haben wir noch ganz kurz? Mahakampf-Freiwilliger beschwören jetzt alle Kopien von sich. Ansonsten haben sie nicht sehr viel zu Squirtle gesagt. Da gab es noch ein paar kleine Änderungen. Ich finde auch Squirtle, wie gesagt, momentan relativ fein. Squirtle ist jetzt nicht unbedingt so das Problem, dass sie zu schwach sind. Squirtle wurde halt von Skellige unterdrückt. Das war das große Problem. Ich habe im Turnier Squirtle mit den Elfen gespielt. Ich habe auch Squirtle eigentlich relativ gut gerankt diese Season. Squirtle war eigentlich noch eine spielbare Fraktion. Sie wurde halt nur wirklich sehr von Skellige unterdrückt. Aber du konntest mit Squirtle gut gegen Nilfgaard, gegen Nördliche, gegen alles spielen. Gerade gegen die Nördlichen. Hast die erste Runde gewonnen. Zweite Runde konntest du mit Elfen die Nördlichen richtig pushen. Elfen waren extrem stark gegen die Nördlichen teilweise auch. Ne? Monster konnten problematisch werden mit Doppelerscheinung. Wenn die Doppelerscheinung jetzt allerdings auch fehlen, sind auch die Monster-Matchups durchaus besser. Ich bin nicht so schl ich finde es nicht so schlimm, dass wir keine direkten Buffs für Squirtle gesehen haben. Wobei sie haben ja noch gesagt, dass sie vielleicht ein paar Karten, ein paar Vierer, Fünfer Provisionskarten werden da tatsächlich noch gebufft. Ich bin aber auch mit den Änderungen relativ zufrieden, weil Squirtle ist trotzdem noch eine sehr starke Fraktion gewesen und durch diese skellige Änderung ist Squirtle jetzt vielleicht nicht mehr so unterdrückt. Ne? Auch wenn sie sowas wie Schiff nicht geändert haben, aber sowas wie Harald wurde geändert. Wobei Harald ist auch schwer für Squirtle wegzuhauen. Das erinnert mich irgendwie an Madame Luisa und die hat man gar nicht mehr gesehen.
Ja, aber Madame Luisa und Savola waren auch zu stark, muss man sagen, ne? Also Madame Luisa war einfach nur allgemein das Problem in Kartenspielen ist immer, wenn du eine Karte von ihren Kosten oder also sagen von ihren Mana-Kosten reduzieren kannst, dann hast du Probleme, weil dann sind extrem starke Combo möglich. Und das war es halt auch mit Luisa und Savola. Das ist so das Ding. Ja, man hat sie nicht mehr gesehen, aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Und man könnte Luisa immer noch spielen. Es ist halt nur ein großes Risiko, ob man sie spielen will oder nicht, ne? Ja, Guardian, die Ciri-Buffs sind nicht wirklich toll. Aber wie gesagt, also ein paar Zwerge haben sie gebufft tatsächlich, aber Squirtle hält keine größeren Änderungen. Nilfgaard, Imperial Brigade wurden eine Provision runtergesetzt. Für die Nilfgaard-Decks, die aktuell gespielt wurden, keine große Änderung. Für andere Nilfgaard-Decks, die vielleicht etwas schwächer waren, eine gute Änderung. Die Imperial Brigade kostet jetzt nur noch 5 anstatt 6. Das heißt, du hast zum Beispiel auch für das 6er Versklaven-Deck, was wir gespielt haben mit Artorias, 2 Provisionen mehr, die du nochmal reingeben kannst, was eine sehr tolle Änderung ist. Das ist allerdings kein Buff für Maskenball-Decks, weil Maskenball-Decks haben die Imperial Brigade sowieso nicht gespielt. Ne? Das ist das Ding. Ansonsten bei Nilfgaard haben sie nicht wirklich sehr viel geändert. Es gab noch ein paar kleine Sachen, die sie wahrscheinlich in den Patch Notes dann zeigen werden, aber ja. Jug hat einen Fee-Effekt bekommen, dass er eine Münze ausgeben kann, um sich selbst um einen Punkt zu boosten. Das heißt, Jug ist gleichzeitig auch noch zum Münzspender geworden, was relativ toll ist. Davor war schon eine Karte, die ist 12 für 10 wert gewesen. Ich finde, Harald ist immer noch so mit einer der stärksten Dreifach-Evolutionskarten, weil Harald kann einfach easy für 14 ausgespielt werden. Jug ist nur ja, 12 Punkte wert, aber dadurch, dass die Rüstung mehr penetriert werden kann. Ich meine, er ist jetzt schon vielleicht ein bisschen besser, ne? Das ist so das Ding. Der 3-Punkte-Buff ist nicht mal wirklich da, Guardian, weil du wirst sowieso mit diesem Random-Schaden die Rüstung treffen. Sind wir ehrlich. Aber Jack, die Änderung gefällt mir ganz gut. Dann Schwindel haben sie geändert. Schwindel gibt jetzt 4 bis 6 Münzen, wie der alte Schwindeleffekt. Der minimale Effekt wird allerdings um 1 erhöht, wenn man einen Crown Splitter hat. Wenn man 2 hat, kriegt man garantiert mit Schwindel immer 6 Münzen. Das heißt, Schwindel ist eine 4er-Provisionskarte, Taschendiebstahl sozusagen fast, ne? Wenn man die Crown Splitters hat. Schwindel könnte tatsächlich wieder in einigen Verbrecherdecks Anklang finden. Wahrscheinlich sogar in den Gord-Verbrecher-Decks, weil die haben sowieso mit Gerechtigkeit und Co. gespielt. Plus Gift war da, Fistech war da eigentlich nur drin, weil es eine Verbrecherkarte war. Ansonsten wurde nicht mit Gift in den Karten-Decks gespielt. Das heißt, Schwindel könnte wieder für die Verbrecher-Decks interessanter werden. Moin Resident Mike, habe ich viel verpasst? Gerade erst aufgestanden. Naja, sie haben ein bisschen, wir gehen gerade die Patch-Notes durch, ne? Aber, also nicht die Patch Notes, sondern wir gehen die Kartenänderungen, die sie bis jetzt gezeigt haben, durch. Patch Notes werden erst heute später kommen. Ich weiß nicht, wann die Patch Notes kommen werden, aber wir werden um 18 Uhr nochmal alles in Ruhe durchgehen. Ich sage jetzt halt nur mal das, was ich so, was wir schon gesehen haben. Ne? Schwindel für Gore-Decks könnte tatsächlich eine sehr interessante Karte werden. Das ist das Tolle. Was haben wir noch? Was wurde noch geändert? Mein Liebling. Der Halbling Safe Cracker wurde geändert, dass er sich jetzt für jede Verbrecherkarte in der Hand um einen Punkt boostet und den Einschüchterungseffekt hat. Davor hat die Karte noch eine Münze gegeben, ne? Die hatte den Einschüchterungseffekt nicht. Das ist tatsächlich jetzt auch eine Karte, die für solche Verbrecher-Gore-Decks relativ toll sein kann. Weil du hast erstmal eine Karte, die, wenn du sie ausspielst, mit den Verbrecherkarten sich in der Hand vielleicht auf 6, 7 Punkte boostet. Wenn du 4 Verbrecherkarten hast und dann noch den Einschüchterungseffekt, das ist eigentlich relativ schön, ne? Also der Halbling, der könnte richtig big werden, ne? Das könnte Big Halbling sein, ne? Das könnte Sam oder Bilbo Baggins sein, so big wie der werden kann. Blicky, was machst du da? Blicky? Ey? Nein. Nein, 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 nein. Du legst dich nicht auf meinen Unterlagen schlafen. Die brauche ich doch gleich noch. Ja, miau, du bist ein böses Kätzchen. Habe ich dir schon mal gesagt? Habe ich dir gesagt, dass du manchmal ein böses Kätzchen bist? Ich weiß nicht, was mit dem Kater los ist. Komm mal, Frechdachs will, dass du gestreichelt wirst. Hast du das denn auch verdient? War das ein Ja? Du hast Streicheln verdient? Oh, komm her. Ja, ich kratz dich. Ja, ich kratz dich ein bisschen. Ja. Du Katzchen. Der Schmarker. Jetzt legt er sich wieder. Willst du auch noch gestreichelt werden? Ja, du willst auch noch ein bisschen.
Aber ja, auch für diese Verbrecher Gordex, man muss nur gucken, weil die 5er Provisionskarten waren teilweise da schon ein bisschen belegt, aber wenn Jack tatsächlich jetzt auch Münzspender ist, könnte man überlegen, die Priester da rauszuholen und könnte einen von diesen Halbling-Safe-Knackern spielen. Das andere Ding ist leider, du kannst sie nicht mit der Gerechtigkeit rausholen, weil es keine Zwerge sind. Das heißt, ich nehme mal an, eine Zwerg wird sowieso drin bleiben. Das größte Problem ist einfach nur in dem Gord-Deck wahrscheinlich den 5er Provisionsslot für diesen Safe-Cracker freizumachen. Das könnte tatsächlich ein Problem werden. Weil die 5er Provisionskarten, die gespielt werden, sind aktuell relativ gut. Aber wie gesagt, wenn man vielleicht jetzt noch zweimal Schwindel reinpackt, hat man vielleicht irgendwo anders Provisionen, die man wieder gut machen kann und könnte da vielleicht irgendwas anderes, könnte ein paar mehr mächtige Verbrecherkarten oder sowas spielen. Das muss man tatsächlich mal gucken. So, haben wir noch eine große Änderung hier? Das war Hidden Cash wird gebufft, gibt jetzt 3 Münzen. Horde-Effekt wird um 2 verringert. Sie haben aber auch gleichzeitig gesagt, was wir jetzt noch nicht sehen, was wir jetzt in der Patch-Note sehen werden. Horde-Karten kriegen nochmal einen Nerf. Das heißt, viele Horde-Karten, die aktuell zum Beispiel 5 Horde haben, werden auf 4 reduziert. Also es gibt tatsächlich ein paar Horde-Karten, die nicht so häufig gespielt wurden, wo der Effekt runtergesetzt wird. Und mit Hidden Cash auf 3 Münzen könnte dieser Horde-Effekt wieder sofortig aktiviert werden. Diese 3 Münzen machen tatsächlich einen großen Unterschied aus. Das mag man gar nicht glauben, aber es ist eine Münze mehr pro Runde. Und diese eine Münze mehr pro Runde könnte dafür sorgen, dass man sich direkt, jetzt leckt Blacky mich, dass man sich direkt bessere Karten ausspielen kann, die sich sofort boosten würden. Ne? Und auch für den Übergang ist es flüssiger. Ne? Also zum Beispiel 3 Münzen kombiniert mit einer Karte, die einen 4 Münzen gibt, sowas wie Fistech oder so, holen direkt ein Schiff raus, ne? Wohingegen 2 Münzen das nicht geschafft haben. Ja, ich meine mit Nerf, dass sie runtergesetzt werden. Eigentlich ist es ein Buff, ne? Und guck mal, Armor will, dass du nochmal gestreichelt wirst. Hast du das denn wirklich verdient? Du feiner Schwarzer. Die schwarze Schönheit. Also es ist eher ein Buff, ja. Ich meine nur, sie werden halt genervt, dass sie runtergesetzt werden, ne? Aber es ist ein Buff, dass die Horde-Karten weniger kosten. Und das sind die großen Änderungen, die sie so gezeigt haben. Ansonsten zur Reise war nicht wirklich sehr viel zu sehen. Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas vergessen? Aber es sieht nicht so aus. Nee. Das ist das, was sie gesagt haben. Und das Beste sowieso an dem Patch morgen. wir kriegen ein Frostpaket. In dem Frostpaket kriegen wir ein Spielfeld und einen Anführerskin, die das nächste Gwent Open. Das nächste Gwent Open ist wahrscheinlich, also es ist diesen Monat, es ist der, das glaube ich, dritte Wochenende in diesem Monat oder das vierte Wochenende, aber auf jeden Fall, wir haben diesen Monat wieder ein Gwent Open Turnier. Das ist das Vorbestellerpaket, womit man dieses Open supporten kann. Was man kriegt, ist ein Spielfeld, ein eingefrorenes Boot und wir kriegen einen kopflosen Dämmerwend. Und das Ganze ist eine Anspielung tatsächlich auf The Witcher 2. Was mir relativ gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil Dämmerwends Kopf auch noch am Boden liegt. Endlich hat Dämmerwend mal einen schönen Anführer. Endlich haben auch die nördlichen Königreiche mal einen schönen Anführerskin. Einen kopflosen Dämmerwend. Also, wer die Anspielung nicht kennt, guckt euch mal ganz gerne den Witcher 2 Trailer an. Da werdet ihr es verstehen, weil da sieht man, was mit Dämmerwend passiert, warum der hier so kopflos auftaucht. Ne? Und warum das Schiff eingefroren ist. Das macht tatsächlich alles aktuell sehr viel Sinn. Ja. Was sie noch gesagt haben, die größten Änderungen. Radovid Afrika, hallo? Radovid Afrika ist langweilig. Westfalen. Radovid Afrika ist einfach langweilig, weil der trägt einfach nur so einen Löwenpelz. Aber ansonsten ist es normaler Radovid-Skin. Was noch mit dem Patch kommt, man kann sich aussuchen, was man hier für eine Maleinstellung haben will. Man kann sich auf Premium fokussiert einstellen, das heißt, dass man immer Karten überbehält, bis man die Premium-Karten voll hat. Man kann auf Standard stellen, dass immer alles auf 2 Karten runtergenommen wird. Oder man kann Ressourcen fokussiert einstellen, dass man alles bis auf 2 Karten runtermillt. Das heißt, wenn ich die animierten Versionen habe, werden auch die normalen alle runtergemillt, ne? Das sind so die Einstellungen, die man sich einstellen kann. Sie haben gesagt, dass sie Arena überarbeiten wollen, dass bei Arena erstmal die Kosten für den Eintritt verschwinden werden und dass Arena ein bisschen neues Drafting-System und alles bekommt, aber das wird nicht diesen Monat passieren, vielleicht auch nicht nächsten Monat. Was sie auch noch gesagt haben, ist, dass sie die Anführerfähigkeiten, die 2 Karten in einer Runde ausspielen, erläuben, sowas wie mystisches Echo, sowas wie Verschnaufspause, die relativ problematisch waren, die werden geändert. Es ist nicht mehr möglich, im
nächsten Monat, nicht diesen Monat, also jetzt nicht den Patch, der kommt, im nächsten Monat wollten sie es machen, dass die Anführerfähigkeiten alle komplett aus dem Spiel rausgenommen werden, was schon mal relativ schön ist. Und was sie noch gesagt haben, ist, dass sie sich dieses Jahr noch um die Artefaktzerstörung kümmern. Das sind die Änderungen, die sie so im Stream gesagt haben. Aber wie gesagt, wir werden uns nochmal in Ruhe die Patchnotes angucken. Patchnotes sind allerdings zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht draußen. Ah, hello. No, I fear this is no dream, my friend. Didn't actually think I would forget about you, did you? Me, who with but a whisper can swell a wave, start a chain of events with consequences momentous. No, I never forget. And it's high time to pay the piper.